Das Pussy Riot-Mitglied Pjotr Wesilow wird nach Angaben der Gruppe wegen einer möglichen Vergiftung in einem Krankenhaus behandelt. Wie das in Lettland sitzende russische Online-Portal Medusa unter Berufung auf den Umkreis des Aktivisten berichtet, wurde er bereits am Dienstag in die Klinik in Moskau eingeliefert. Demnach hat er sich nach einer Gerichtsanhörung unwohl gefühlt und sei bewusstlos geworden. Eine offizielle Bestätigung des Krankenhauses gibt es bisher nicht. Die Aktivisten von Pussy Riot rund um Wesilow und Nadeshda Tolokonnikova waren 2012 mit einer Protestaktion in einer Kirche berühmt geworden. Tolokonnikova und weitere Aktivistinnen kamen in Haft. Wesilow erhielt nach einer Aktion beim Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland 15 Tage Arrest. Er und andere Mitglieder wollten gegen Polizeigewalt und die Unterdrückung Oppositioneller in Russland demonstrieren. Sie liefen in Uniform auf das Spielfeld. Es laufen weitere Verfahren.